Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories to Wings of Ruin. Ja, beim letzten Mal war das eher ein Laber-Part von unserer Seite, denn wir sind in einer neuen Stadt angekommen und ja, es gab einen Haufen Nebenquests und Anna stand kurz davor. Lilia oder wie auch immer sie hieß, den Hals umzudrehen. In dieser Donaueinöde geht's. Oh, die brauchen sich ja gut da drin. Und es liegt abends wegen der Pflanzen. So, ja, mal gucken, wie diese Wüste so ist. L'Amour. Das ist ein Leuchtturm. Süß. So, Roberto. Jäger-Koop. Jäger sind in der Lage, es allein mit Monstern aufzunehmen. Ihre Fähigkeiten und Angriffe haben auch drei Arten, ganz genau wie ein Rider. Wenn du ein Jäger das gleiche Ziel mit dem gleichen Angriffstyp angreift und eine Konfrontation gewinnt, wird ein Doppelangriff ausgelöst. Jägerfähigkeiten verbrauchen ihren Jägerbalken. Wenn ihr Balken Stufe 3 erreicht, können sie mächtige Jägerkünste entfesseln. Bei der Bindungsfähigkeit und Jägerkünste gleichzeitig ausgeführt werden, wenn sie zu einer doppelten Bindungsfähigkeit, die allen Gegnern viel Schaden zufügt. Ich renne jetzt mit Reverto rum. Soll das ein Großschwert sein? Also, meins ist länger. Das ist Diablos? Diablos kombiniert mit schwarzer Diablos? Oder vielleicht Monoblos? Hm. Gut. Auf jeden Fall. Oh, rotes Lockdot. So. Gut. Leute, wir sind in einem neuen Gebiet. Und ihr wisst alle, was das bedeutet. Erstmal zur Cutscene rennen. Bevor ich irgendwas versuche. So. A monster's been causing a ruckus in this area. Okay. It's not a local creature, but it's been seen going totally crazy on several occasions. Allegedly. Allegedly? Allegedly? What do you mean? Well, I've never laid eyes on it myself, but if we wait long enough, it's bound to turn up. Alter, und du nennst dich Jäger? Hey dudes, look! There's fungus among us! Who cares about mushrooms? We're concerned about Rafa! Take it down a notch, bro. Time's a-wasting! Find us this monster so we can prove our strength and get Rafa back! Cool it for a sec. First, we need to learn more about what we're after. That's basic stuff for us hunters. My buddy here is a rider, though. We have our own way of doing things. You just don't get it, dude. Try using your noggin for a nanosecond. It's you who doesn't get it. Honestly, ich bin mit Naviro auf seiner Seite. Ein richtiger Jäger, der hat schon längst die Spur aufgenommen. I see now why it's impossible for riders and hunters to get along. Just chill for a minute. Deep breaths. Look at all these beautiful shrooms. Okay. You're telling me to calm down? I feel so betrayed. Even Lilia won't trust us. The Scriveners just see things differently than hunters or riders. That doesn't mean Lilia's not your bro, though. Doesn't seem that way to me. Hey, see those shrooms over there? Alter. Enough! What's with your mushroom fixation? Just take a look.
Lots of them are growing in this area. Any idea why? Der Boden ist reich an Nährstoffen, die für Mushroom-Wachstum geeignet sind, aber nicht so für andere Pflanzen. What does that have to do with monsters? Huh? But wait, that is a lot of mushrooms. I do remember hearing, where there's a mushroom, there's a monster. Yeah, so your head's not completely full of fur after all. Hunters learn to tell what monsters are in the area based on the habitat. Und weiter nicht unter was. Oh, I see. So by looking at plants and fungi and stuff, we can track the monsters down. Now you get it. I wasn't just looking at mushrooms. I was searching for clues. This bro's got brains, am I right? Hm? Kumpanin, du kannst darauf wetten, dass es überall, wo es viele Pilze gibt, auch Monster gibt, die sie essen wollen. Hey, jetzt wo du es sagst, hey, bin ich ziemlich sicher, dass es haufenweise Pilze bei den westlichen Höhen gibt. Alles klar, dann lass uns in den westlichen Höhen gehen. Ich wünschte, ich hätte ein schnelleres Monster, damit er mich hinterherrennen müsste. Aber gut, ich bin mal nicht so. So, wie ich aber bin, ist... Was sehen denn meine müden Augen? Kann ich die aufheben? Okay, Hermitauren. Ein pinker Königsludrot. Jo, lass mich in Frieden, Brudi. Nicht jetzt. Denn ich dachte, ich hätte einen Nagia-Gruß da hinten gesehen. Nee, das ist kein... Ist das ein Schiff? Was ist denn das für ein Dampfer? Schade, musste ich mir wohl eingebildet haben. Ja gut, ich mach jetzt platt, denn wir haben gegen euch noch nie gecatcht. Gut, das sind Hermitauren, das sind Krabbenmons. Also, okay. Ich will einen lila Ludrot. Die sind toll. Auch Kraftangriffe. Und ich werde ihn Himbeere nennen. Stimmt, das sind Wassermonsters. Ja gut. Geschwindigkeit, Angriff. Der Kopf ist gut auf dem Bauch. Schlitz. Oh, ich will einen pinken Ludrot. Ich will einen pinken Ludrot. Okay, perfekt. So, wollen wir mal den Bauch brechen. Die toxische Gefahr, genau, die benutzen. Gift. Und nicht Wasser. Und sie sind so ein schöner Shade of Rosa. Ein bisschen lila. Der lila Ludrot. Oh. Ich lila liebe ihn. Die benutzen Technikangriffe. Mein lieber Anjamam, du machst jetzt bitte brennenden Reißzahn auf den lilanen Ludrot. Dankeschön. Ich benutze den Gletscherpfeil. Schön. Auf seinen Kopf. Okay. Sehr gut, und das sollte... Okay, ein Atemkampf.
Das gewinnen wir locker flockig. Hat einfach mein Anjump umgenietet. So, benutzt jetzt seine Fähigkeit? Wahrscheinlich nicht. Naja. Auch okay. Gut, das haben wir schon genug gesehen. Das ist aber, das ist glaube ich neu, dass er mit einem Jäger kämpft. Also Seite an Seite mit einem Jäger. Interessant. Hm. Ich glaube, das war's. Okay, okay, ein lila Lutrot geklatscht. So, was haben wir bekommen? Eine lila Lutrot-Schuppe. Eine Schuppe des lila Lutrot. Der weiße Schimmer macht sie zu einem beliebten Dekorationsobjekt. Der Panzer eines Hermitau. Zäh für seine Größe, aber zu klein, um wirklich nützlich zu sein. Oh, wir haben echt Pech gehabt. Vor allem haben wir nur die Schuppen bekommen. Okay, so. Da wäre eigentlich rein theoretisch ein Monsterbau. Aber ich würde gern gucken, ob unser erster Monsterbau in dieser Gegend nicht doch selten sein könnte. Oh, sieht aber irgendwie gerade nicht so danach aus. Oh, oder? Also ein paar Hermitauren. Was wohnt denn hier noch so? Ist hier noch irgendwas, was hier rumkriecht und fleucht? Nee, aber da geht's zu einem nächsten, zu einem weiteren Gebiet. Wir gehen uns das mal angucken. Ah, da geht's zu den Harzgeil-Felsenhügeln. Ah. Schick, gut. Na so, da kommen wir noch nicht hin. Da ist ein Daimyo Hermitower. Oh, gegen die will ich gerade nicht catchen. Hm, ich will einen seltenen Monster aber auffinden. Das ist der gleiche Daimyo. So ein pinker Lutrot, lila Lutrot. Ich hätte nie gerne pinker Lutrot. Ah, Penta ein Diablos. Kann ich das bitte aufmachen? Dankeschön. Es ist... Oh, das ist ein... Ah, wie heißen die Viecher? Eine Subspezies von einem Tigrex. Und zwar eine Subspezies, die es in sich hat. Das ist so ein Gebiet, wo eigentlich Rot leben sollte. Ich weiß nicht, warum die jetzt aus irgendwelchen Gründen in Schneegebiete rumwuseln. Da oben sind Zephalos. Ich sehe dich. Lass mich in Frieden. Brute Tigrex, glaube ich. Brute Tigrex auf Englisch. Ja, komm. Königskaktus. Ein Paradies-Papagei. Königskaktus. Hm. Ja gut, Leute, wir nehmen halt den Bau, weil der... So. Weil der neben dem Tigrex ist. So, schnell auf eine Nachricht antworten. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich nehme mal stark an, wenn die Zeldas-Königin nicht ein Monsti sein kann. Wobei, in der Skilla kann ein Monsti sein. Da sind wir gerade hergekommen. Und Zephadrome. Der lässt sich von unserem Gerüll gerade irgendwie nicht so
Einrufen. Ich habe keine Lust, gegen euch zu catchen. Lasst mich noch reden. Okay. So. Ja, dann wollen wir mal schauen. Hm? Das könnte es hier geben. Ich glaube zwar nicht, dass wir ein Diablos oder Monoblos-Ei finden. Das wäre eigentlich auch schon ziemlich cool. Tigrex. Um bei diesen eher in Schneegebieten anzutreffen. Ein Vogelwivern mit grün und lila. Nee. Ein Gyropeko. Ein Zephyrdrome. Ja, komm. Das ist was Neues. Das ist ein Fischwivern. Ja, das sind die Viecher, die da unten, da hinten rumfließen. Oder wollen wir in Zephyrdrome? Das ist eigentlich ein ziemlich lames erstes Ei, aber hey. Es ist was Neues. Mann. Ich hätte gerne einen seltenen Monsterbau. So. Ja, bescheidenes Fischwivern-Ei, ja. Ich frage mich, ob Blazard wieder dabei ist. Okay, wir haben also hier einen Haufen. Ich weiß nicht, was ich da hin soll, aber ich möchte da nicht hin. Ich will catchen. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir werden uns jetzt nochmal mit... Wollen wir uns jetzt mit dem Daimyo Hermitor anlegen? Bevor wir das tun... werden wir erst einmal ein Herzchoro essen. So, und dem hier noch ein Kraut geben. Und Kuchen ist eigentlich... So, gut. Jetzt werden wir den noch platt hauen. Mit seinen Kumpels unterwegs. Eine Donnerwaffe wäre am besten, weil die schwach gegen Donner sind. Okay. So. Kirsch ist auch schwach gegen Wasser. Hm, ist aber Donner. Und jetzt, sie werden jetzt erst einmal mit Kirsch catchen. Und wenn es böse kommt, dann wird Kuchen übernehmen. So. Ich weiß, dass Panzer, die Klaumesser kaputt boxen. Ich weiß mal Kraftanruf. Erstmal müssen wir die Kleinen loswerden. Ja, ein richtiger Assjäger ist der. Genau. Ach gut, ich mach mal mit ihm den Anruf. Einfach damit, wenn ich jetzt... Jo! Süß. Ja, das... Davon wollen wir nicht so viel erleben. Ah, jetzt... Okay. Gut, die Clowns sind jetzt, glaube ich, sind jetzt gleich hinüber. Das ist schon mal gut. Ey, du... Und jetzt geht der andere auf die Klauen. Oh Mann. So, wir reiten jetzt erstmal. Hat er seinen komischen Angriff? Geht's? Nur auf einen. Also machen wir die jetzt einfach mal auf den. Auf den Daimyo? Ja, auf den Daimyo. Bevor man jetzt seinem harten Körper da anfängt. So. Ach. Da
rote Kessel, das ist schon irgendwie niedlich. Ah. Das geht doch auf der Lava. Hm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Ja, die Klauen sind kaputt. Wir müssen den Panzer auseinanderboxen. Und da prallen die Schwerter bis zu einem gewissen. Bis zu einem gewissen Schärfegrad einfach ab. Bodenhieb. Ich glaube, warum greift er die Klauen an? Die sind doch schon kaputt. Bitte was? Bitte was? Daimyo Hermetauer Panzer, ein großer Teil des Exoskeletts, das überraschend leicht und einfach zu verarbeiten ist. Daimyo Hermetauer Klaue schneidet durch Felsen wie ein Messer durch Butter. Und Daimyo Hermetauer Perle. Die Perle hat sich über viele Jahre in Daimyo Hermetauer gebildet. Der milchig-weiße Schimmer ist sehr verlockend. Also ich bin gerade ein bisschen... wir sind doch stärker, als ich gedacht hätte. Nicht, dass ich an uns gezweifelt habe, aber... Ja. Ne? Und so? Okay, ich glaube, es ist auch Zeit für die Stunde der Wahrheit. Ja, ich war gut. Gut, gut, gut für uns. Haben wir uns das eigentlich durchgelesen? Eine Unterart des Kesso, der einen roten Körper hat. Ihre elektrische Kraft ist sehr viel weiterentwickelt. Ist weiterentwickelt als die normale Kesu, was ihnen mehr Möglichkeit zum Angriff bietet, um Beute außerstande zu setzen und zu umgarnen. Und sehr schickes Essen. Oh, Hermitor. Diese kleinen, hartschaligen Karapazeon sind in der Wüste weit verbreitet, wo sie unter dem Sand auf ihre Beute lauern und blitzschnell zuschnappen, wenn sie sich ihnen nähert. Ihre Gehirne sind als Delikatesse begehrt. Könnt ihr die echt droppen? Schade. Das stimmt. Ich erinnere mich an die ganzen... Okay, also der Daimyo ist kein Monsti. Okay, diese gepanzerten Karapazio nutzen ihre gehärteten Zangen, um feindliche Angriffe abzuwehren. Oft nutzen sie den Schädel eines großen Monsters als Panzer. Also hier ist es ein Monoblo-Schädel. Sie sind ziemlich friedlich und verbringen die meiste Zeit damit, fröhlich herumzukrabbeln. Friedlich? Daimyo Hermitau und friedlich? Der lila Ludrot. Eine Unterart der Königsludrot. Ich muss so kurz gehen. Mit einer schwammigen, lilafarbenen Mähne, die ein starkes Gift sowohl speichern als auch verteilen kann. Das Befeuchten dieser Mähne scheint der Kreatur neues Leben einzuhauchen. Ich muss mir jetzt einfach nur vorstellen, dass es wie bei Orchideen ist, wo man mit diesen, wo man halt Wasser drauf sprayen muss. Oder einfach mit einer Gartenhose. Bricht den Kopf mit einer Feuerelement-Gewehrlanze. Ja, nee. Okay, den kann man als Monster haben. Den hätte ich gerne. Der hat 3400 KP und der hat 2800. Ja, wir müssen uns mal die Königsmonster gönnen. Im ersten großen Gebiet. So. Cool, cool. Nicht schlecht. So, und ich gebe Kirsch nochmal ein Haut. So, das sind neue Benahabra, auf die ich so richtig keine Lust habe. Aber wir sind aber schon bei 25 Minuten. Eigentlich will ich noch die Viecher hier umboxen. Scheint kein Zeffer drum dabei zu sein, actually. Und da kommt jetzt auch einmal einer. Ne, nur Zephalos. Die benutzen aber Wasserangriffe. Und das drei sind.
Ich nehme stark an, dass es Geschwindigkeitsmonsters sind. Nee, Kraftmonsters. Okay, Kraft. Aua. Aber die Mützen, die haben kein Wasserelement. Ja, gut. Ich habe aber kein ordentliches Geschwindigkeitsmonster, dass ich da gut reinwechseln könnte. Ja, ne? Wir müssen auch noch. Das könnte mich ein Herz kosten. Okay. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. So, erstmal wechseln wir zu einer Eiswaffe. Und zweitens hoffen wir, dass das jetzt nicht allzu viel Schaden macht. 21. Ich stehe still. Ausgleich. Okay. Okay, die greifen jetzt alle Anjamomf an. Gut, dann muss ich jetzt wohl oder übel ein Lebenspulver einsetzen. Ich habe jetzt das Rezept. Ich finde schon, dass die anderen trotzdem noch den Schaden bekommen haben. Ja, eben, das macht eigentlich Wasserschaden. Hey, der benutzt einen Negatrank für meinen Mann. Hey, das ist mir gerade aber richtig egal, dass die immun gegen Peaks sind. Gut, nur 13. Ist auch nicht so viel. Ah, der dritte, der mittlere sollte jetzt auch nicht so viel mehr aushalten. Oder? Nee, dann können wir einfach Ride-On machen. Und das mit einer Bindungsfähigkeit beenden. Ey, die Krabbe war vor den Viechern fertig, ne? Das will ich nochmal betont haben. Ich hab ihn sogar gekrittet mit der Fähigkeit. So, dann wird zwei neue große Monster bekämpft. So, die Zephalos-Schuppe. Die Schuppe eines Zephalos. Eine Zutat in den feinsten Feuchtigkeitscremes, die erhältlich sind. Ja, stimmt, weil die sehr gut Feuchtigkeit speichert. Gut, Leute, gut. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal werden wir mit der Hauptquest weitermachen, dass hier ja, nicht so viel zu finden gibt. Da geht's zur Wüstenhöhle, da dürfen wir noch nicht hin. Da geht's zum Hardsky-Felshügel. Ja, wir gucken jetzt noch, ob hier irgendwas Interessantes noch ist. Natürlich zwei Monsters mit einer Wasserschwäche. Nicht so cool. Und ich würde tatsächlich noch irgendwie gerne vielleicht mal offscreen einem noch ein paar Jolt-Sparerz. Cool. Ich gucken, ob ich nicht irgendwelche seltenen Monster baue, würfeln kann. So, das ist doch ein guter Ort, um für heute aufzuhören. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.